Moin Leute, willkommen im Buhlerland. Es sind mittlerweile 10 Tage rum. Ich konnte mir so einen ersten Eindruck von der Samsung Galaxy Watch 6 Classic machen. Und es wird jetzt hier erstmal so ein kurzes Zwischenstandsvideo. Ich möchte jetzt noch kein abschließendes Review machen. Dafür möchte ich das Ding eigentlich mindestens mal so einen Monat getestet haben. Also das wird dann so in ein paar Wochen kommen. Aber man konnte, glaube ich, schon in den ersten fast 2 Wochen recht viel Gutes und Schlechtes rausfinden, und das möchte ich euch heute mal mit einem Schluck Tee mit auf den Weg geben. Ich bitte meine Räusper schon mal vorab zu entschuldigen, ich bin ein bisschen angeschlagen und ich wollte eigentlich dieses Video jetzt einfach noch vor meinem Urlaub machen. Und insofern legen wir gleich mal los. Vielleicht das erste Thema: Google Wear OS. So, wir haben ja hier mittlerweile Google Wear OS 4 drauf. Hier haben wir aber da ein Galaxy Watch 5 Pro noch 3.5 drauf, und dann haben wir noch andere Wear OS Smartwatches, die noch Wear OS 2 drauf haben. Aber was ist denn da jetzt tatsächlich der Unterschied? Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich die Dinge anschaut, ne, wir haben hier eh Samsungs One UI drauf, das sieht optisch erstmal komplett identisch aus. Ich konnte jetzt auch bei den Apps keine großartigen Unterschiede wahrnehmen. Es soll mit Wear OS dann später mal neue Funktionen für Apps geben. Das Einzige, was mir vielleicht aufgefallen ist, ist, dass das Einstellungsmenü hier ein bisschen anders sortiert ist, als es noch bei der Galaxy Watch 5 Pro der Fall war. Aber das war es dann eigentlich schon. Also Google Wear OS 4 ist aktuell jetzt nicht der Grund, warum man sofort auf die Galaxy Watch 6 umsteigen müsste. Eine Sache, die ganz interessant ist, ist das Thema One-Click-Armband. Samsung hat ja mittlerweile, ne, diese neuen Bänder rausgebracht, wo man hier einfach draufdrücken kann, um das Band dann quasi zu lösen und wie rein. Das finde ich prinzipiell eine gute Sache. Ich hoffe, das setzt sich generell durch diese Technik, aber wahrscheinlich hat Samsung das jetzt schon wieder irgendwie patentiert und deswegen können es jetzt andere Leute nicht so benutzen. Aber auf jeden Fall kann man so relativ schnell und unkompliziert die Bänder wechseln, sofern man das vorhat. Ich kenne Leute, die benutzen ein Band und die benutzen das, bis das Band kaputt ist oder sie die Uhr wechseln. Und dann relativiert sich der Vorteil von so einem Schnellverschluss auch schon wieder. Und dann stört es vielleicht eher, dass wir hier nur 20 mm Bänder haben. Weil ich persönlich finde es irgendwie so ein bisschen, also so rein von der Optik, es sieht einfach total strange aus. Jetzt gut, jetzt haben wir hier noch dieses Fabric Band, aber ich finde 20 mm generell einfach da, das ist mir zu schlank für eine Uhr mit 46, 47 mm und so, da müssen es schon mindestens 22 mm sein in meinen Augen, wenn nicht sogar 24. Also das ist schade, weil da hat jetzt Samsung wieder so einen Kompromiss gemacht, damit halt wie das gleiche Band bei allen Galaxy Watch Varianten funktioniert. Sowohl bei den kleinen als auch bei den großen. Ist in meinen Augen ungeschickt, aber wie gesagt, One-Click ist eine ganz gute Entwicklung meiner Meinung nach. Dann haben wir das Thema Performance. Wir haben ja jetzt hier den neuesten W930 Chipsatz hier drinne. Und vorher hatten wir den 920er und puh, ganz ehrlich, ihr werdet da überhaupt keinen Unterschied merken. Also der von euch, der mir sagen kann, er merkt da einen klaren Unterschied zwischen der Performance und so. Hey, sorry, aber das ist so, ich glaube, das ist reine Einbildung, weil ich hier auf der Samsung Galaxy Watch 5 Pro, das bewegt sich alles genauso wie vorher auch. Apps starten genauso schnell oder genauso langsam. Die Uhr selber startet genauso. Also das ist wieder so reines Marketing. Und ich lehne mich mal ans Fenster, auch die Galaxy Watch 4 wird von der Performance genauso sein. Da werdet ihr auch keinen Unterschied merken. Ansonsten vielleicht noch für die Leute von euch, die mit dem Gedanken spielen, sich die LTE-Variante von der Galaxy Watch 6 zu holen. Soweit ich weiß, gibt es aktuell noch keine LTE-Variante. Das wurde bisher auch noch nicht großartig angekündigt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht auch einfach liegt durch diesen kleineren Akku, dass sie erstmal sagen, ja, das Benutzererlebnis wird dann so schlecht sein, deswegen sparen wir uns das erstmal. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es früher oder später kommen wird, weil bisher gab es ja immer eine Samsung Galaxy Watch mit LTE. Da müsst ihr vielleicht einfach noch ein bisschen abwarten. Eine Sache, die mir auch weiterhin immer noch so sauer aufstößt, ist immer noch diese Kopplung von der Samsung Galaxy Watch und Samsung Galaxy Smartphones. Das ist so, warum kann man die EKG-Funktion, die ja auch hier vorinstalliert ist, oder auch die Blutdruckmessfunktion, nur nutzen, also offiziell nutzen in Verbindung mit einem Samsung Galaxy Smartphone? Das macht überhaupt keinen Sinn. Der einzige Grund, warum man das macht, ist,
um Leute dahin zu treiben, dass sie doch bitte ein Samsung Galaxy Smartphone kaufen und kein anderes Android Smartphone. Wir sind jetzt im Jahre 2023 und Samsung macht das immer noch. Und in dem Zusammenhang haben wir natürlich auch immer noch diese Sache mit Bloatware. Ne? Was sind da für Apps vorinstalliert, die da eigentlich nicht drauf gehören? Ich habe mittlerweile alles wieder runtergeschmissen, was man runterschmeißen kann. Was man leider nicht runterschmeißen kann, ist der gute alte Bixby, der schon wieder hier drauf ist. Ja, da kriege ich schon wieder die Krise. Und vor allem der Bixby ist halt auch noch hart verwired mit der langen Funktionstaste hier oben. Und genauso wie Samsung Pay unten, also Samsung Wallet. Und was mich am meisten an der ganzen Geschichte stört, ich meine, dass die Apps schon immer drauf waren und man sie vielleicht deaktivieren konnte, man kann sie momentan nicht deaktivieren, was ich auch nicht verstehe, immer diese Bevormundung von Samsung, dieses Pushen von eigenen Apps, die einfach Mist sind oder die keiner nutzen will, aber trotzdem sind sie drauf und blockieren Tasten und Funktionen. Ich verstehe es nicht. Und am schlimmsten finde ich auch noch, bei der Galaxy Watch 5 Pro gab es unter erweiterte Funktion immerhin die Möglichkeit, die Tasten anzupassen. Ja, dass man hier wenigstens die obere Taste, ne, steuern konnte und dann noch ein paar Apps drauflegen konnte und sowas. Das geht alles nicht. Ich bin hier an den Bixby gefesselt und ich bin hier an die Samsung Wallet gefesselt. Und das heißt im Klartext, ich kann hier keine neuen Funktionen draufsetzen und ich habe gerade mit der Taste unten eine Taste, die eigentlich so viel machen könnte, aber nichts tun kann, weil da wieder diese Samsung Wallet-Geschichte und Samsung Bixby drauf ist. Und oh, ja, man kann theoretisch wieder sideloaden, einen Keymap oder sowas, aber das ist ja nichts für Mainstream, für die meisten Leute, die halt eben nicht per Sideloader Apps draufschmeißen wollen. Das ist einfach wieder dieses... Aus Prinzip würde ich das Ding nicht kaufen wollen, aber ich habe es jetzt halt doch gemacht. Aber das ist einfach, ich hoffe, Samsung hört mit diesem Mist einfach auf, weil es nervt einfach. Ja, einmal diese Einschränkung auf die Apps und dann immer diese Vorgaben von Funktionen der Tasten, das muss einfach nicht sein. Und ja, um ansonsten das Thema abzuschließen, was diese ganzen sonstigen Sensoren, Funktionen, GPS, Puls und sowas angeht. Ihr werdet dort keinen Unterschied zur Vorgängerversion und wahrscheinlich auch zur Vorvorgängerversion merken, weil es ist, soweit ich weiß, alles immer noch dieselbe Technik, derselbe Algorithmus dahinter. Und die Messunterschiede, die ihr vielleicht bei dem einen oder anderen Video gesehen oder gelesen habt, das kommt in meinen Augen wahrscheinlich eher davon, dass man einmal die Zahl der Messdaten relativ gering hält. Teilweise werden da halt irgendwie 2, 3 Testgänge genommen und die dann als Testdaten deklariert. Da ist natürlich, wenn da irgendwie ein Messfehler drin ist oder eine Abweichung drin ist, dann schlägt das natürlich aus. Wenn man das aber wahrscheinlich irgendwie 10-mal, 20-mal macht, dann wird sich das alles relativieren. Und ich glaube, der größte Unterschied wird wahrscheinlich einfach noch sein, was für ein Band benutze ich, wie groß ist das Ding und wie gut liegt das tatsächlich auf. Aber ich glaube, ihr werdet dort keinen Unterschied merken. Und es ist ja auch an sich so, dass mittlerweile die Fitnessdaten bei Samsung eigentlich auch recht gut geworden sind. Nicht wie bei einer Apple Watch oder sowas oder bei Huawei, aber immer noch gut. Und das wird für die meisten Leute für euch vollkommen ausreichend sein. Und wenn ihr Hochleistungssportler seid, benutzt ihr wahrscheinlich eh einen Pulsgurt oder sowas. Ja. So, ich trinke jetzt weiter meinen Tee. So, da ist natürlich jetzt kurz vor Ende des Videos auf einmal die Festplatte voll gewesen. Und deswegen jetzt nochmal das abschließende Fazit oder das abschließende Zwischenfazit. In meinen Augen müsst ihr eigentlich wirklich keine Samsung Galaxy Watch 6 kaufen. Wenn euch ein großer Akku wichtig ist, greift auch weiterhin zur 5 Pro. Damit werdet ihr mindestens mal einen Tag mehr Laufzeit haben. Und falls euch eine Lünette wichtig ist, könnt ihr auch problemlos noch zu einer Galaxy Watch 4 Classic greifen. Die hat ja auch WearOS 3.5, genauso wie die 5er. Und hat momentan einen Preis von, keine Ahnung, ich krieg die für 150 € teilweise. Also wirklich im Bruchteil von dem, was ihr zum Beispiel für eine 6er oder 6 Classic zahlen würdet. Damit bin ich jetzt aber auch fertig. Wie gesagt, ich bin jetzt im Urlaub und ich werde auch noch fleißig testen. Und irgendwann gibt es in ein paar Wochen dann vielleicht noch das abschließende Review zur Galaxy Watch 6 Classic. Euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.